Alexa, aus. Gott, ist dein Schulranzen schwer, Luki. Mhm. Ist der immer so schwer? Ja. Wow. Mega. Hast du schon eine Note bekommen? 2. Eine 2. Dabei ist es eine 1. Guten Morgen. Ich habe total viel Arbeit. Hier liegt auch noch was auf meinem Sideboard, sehe ich gerade. Gestern hat sich nämlich die Gewinnerin gemeldet, die diese Produkte hier in meinem letzten DM-Haul gewonnen hat bei der Verlosung. Leider hat sie sich super spät gemeldet. Ich mache jetzt nochmal eine Ausnahme und verschick's. Aber das nächste Mal möchte ich euch wirklich bitten, falls ihr bei der Verlosung mitmacht, dass ihr immer wieder mal nachschaut, ob ihr die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner seid, damit ich dann nicht so viel E-Mail-Verkehr habe und das Ganze ein bisschen einfacher ist. Mal schauen, ob ich das jetzt schaffen werde, das noch schön einzupacken und zur Post zu bringen. Das ist bei uns ja immer voll der Act. Dann verschicke ich das. Ansonsten habe ich jetzt total viel Arbeit und ich würde sagen, ich melde mich später nochmal bei euch. Los geht's, starten wir in den Tag. Seht ihr mich auch. Haushalt ist soweit fertig. Meine Küche habe ich schön sauber gemacht. Ich muss jetzt zum Einkaufen gehen. Alexa, aus. Da ist nämlich die Bella. Ja, wo ist denn die Feine? Ja, wo ist denn die Feine? Da ist die Feine, Bella, ne? Ja, da ist doch die Feine. Alexa, aus. Also, ich muss jetzt ganz schnell in die Stadt, wie gesagt, einkaufen. Der Alessandro hat sich nämlich Subway gewünscht. Also Subway, so ein Thunfischbaguette halt. Und da hinten stehen noch die Kissen von der Lounge draußen. Es hat nämlich geregnet. Und hier habe ich jetzt das Paketchen. Das werde ich jetzt zur Post bringen. Und hier habe ich noch die Sachen für die Leonie. Da gehe ich nämlich heute hin. Das hatte ich euch erzählt. Und zwar bekommt sie... So ist das Licht besser. Und zwar bekommt sie diese zwei Duschschäume hier. Hatte ich euch in meinem Rossmann Live Haul erzählt, weil wir ja ein DIY gemacht haben und ihre Duschschäume so ein bisschen leer gemacht haben. Und hier sind noch ein paar Sachen drin. Das bringe ich ihr heute vorbei. Und hier, dieses hier, das ist eben dieses DIY, das wir gemacht haben. Und ich muss jetzt noch ganz schnell beim Friseur anrufen. Der Gentle Club braucht nämlich einen neuen Termin. Ich muss irgendwie noch gefühlt 100.000 Sachen machen. Was wollte ich noch machen? Ding, 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 ding. Ich weiß es gerade nicht. Egal, ich habe mir eine Liste gemacht, da schaue ich dann später nochmal drauf. Ich bin nämlich sehr vergesslich geworden in letzter Zeit, deshalb muss ich mir echt alles aufschreiben, weil es auch wahnsinnig viele Termine sind. Upsala, einmal das Zeug da reingeworfen. Der Alessandro, der hat heute sein Referat in der Schule vorgetragen. Also jetzt gerade ist er wahrscheinlich dabei. Er hat heute den Termin gehabt und zwar haben die Kinder sich verschiedene Städte ausgesucht und verschiedene Länder. Der Lessi, der hatte Rom und ich bin schon total aufgeregt, wie es gelaufen ist. Wir werden ihn dann fragen, wenn er von der Schule kommt. Er hatte ein gutes Gefühl, hat er heute Morgen gesagt. Wir haben fleißig geübt zusammen. Natürlich hat er es mir vorgetragen und am Schluss, Bella, was ist denn? Na, komm mal. Na, komm mal her. Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Wir waren doch schon Gassi. Also auf jeden Fall habe ich ihm dann am Schluss auf die Karteikarte noch geschrieben. Avete domande? Habt ihr noch Fragen? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er das dann so sagen wird. Jetzt muss ich mich aber, wie gesagt, total beeilen. Das bringe ich schon mal ins Auto. Ich drapiere das dann natürlich noch schön. Und bringe das Päckchen hier zur Post. Gehe einkaufen. Mein Mann steht nämlich dann auch schon bald wieder vor der Tür und fragt, und, was hast du gekauft? Ja, so sieht's aus im Puppenhaus. Also, lasst uns beeilen. Bella? Bella? Muss der Bella noch Essen geben. Ja, komm. Ja, komm. Bringst du jetzt Futter? Da bin ich wieder. Treppe hoch, Treppe runter. Ich habe mein Handy vergessen. Sowas kann nur mir passieren. Sagt mir bitte, dass das euch auch ab und zu passiert, dass ihr irgendwas vergesst. Sagt's mir. Bitte. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin habe. Handy. Da ist es, mein Handy. Oh Mann, ich sag's euch. Ach ja, wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre.
So wie echt bei allen. So, da bin ich wieder. Ich war jetzt einkaufen. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Ich habe nämlich meinen Einkaufskorb vergessen. Ich habe jetzt hier alles in meine Handtasche gepackt. Nicht wundern, ich habe hier gerade meinen Rock in der Hand. Das ist nämlich so ein langer Rock. Nicht, dass ich jetzt auch noch hinfliege. Ja, würde mir auch ähnlich sehen. Sagen wir es mal so. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, was ich eingekauft habe. Ich habe auch alles ganz schnell erledigt in der Stadt. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Ganz kurzer und schneller Food Haul. Einmal Salat, Bio-Rucola, dann haben wir hier noch Salat. Dann brauche ich das hier für Lissandros Sandwich und Thunfisch dazu, ne? Rio Mare. Habe ich euch ja schon gesagt, dass ich immer Rio Mare kaufe. Dann ist ja leider unsere Tomatensauce leer von meiner Mama. Deshalb musste diese hier mit. Und meine Mama hat schon ganz viel Tomatensauce für uns gemacht. Dann hier noch das Fleisch für Moritz vom Metzger. Und dann habe ich jetzt hier noch Olivenöl. Leider ist das auch leer, aber wie gesagt, nehme ich dann auch mit aus Italien. Da bekomme ich dann immer so zwei große Kanister von meinen Eltern. Dann haben wir erstmal genug für ein paar Monate. Dann habe ich noch hier Pesto mitgenommen, weil ich morgen mal diesen Salat machen möchte. Und dann noch dieses Brot hier für die Sandwiches. Und jetzt muss ich mich beeilen. Der Postbote war scheinbar da. Da drüben steht ein Paket. Der Max wird es angenommen haben. Yay! Dann mache ich euch später ein Unboxing, wenn ihr möchtet. Oh, ich bin ganz gespannt, was drinnen ist. Aber ich muss mich jetzt beeilen. Die Kinder gehen natürlich vor und das Essen. Und dann sehen wir uns später wieder. Ganz viele haben mich jetzt auf Snapchat gefragt, wie ich denn unsere Sandwiches mache. Das ist total easy. Ich nehme einfach eine Schüssel, mache den Frischkäse rein, den Thunfisch, verrühre das Ganze, dann gebe ich noch einen Schuss Sahne dazu, würze das Ganze mit Salz und Pfeffer und verrühre es natürlich nochmal richtig schön, damit eine tolle Masse entsteht. Und dann habe ich hier jetzt zum Beispiel in dem Fall dieses Brot. Man kann natürlich auch Baguette nehmen, was einem eben schmeckt. Dann bestreiche ich das Ganze, packe das in den Ofen auf Grillstufe und dann hat man natürlich die Möglichkeit, sich das Ganze noch zu belegen. Mit Salat, Tomaten, Gurken, Jalapenos, was einem eben so schmeckt, je nach Geschmack. Und das ist wirklich kein großes Hexenspiel hier. Es geht total einfach. Und ich mache das jetzt mal, weil der Lissandro gleich von der Schule kommt. Da ist er, der Lassi. Hi. Hi, Lassi. Bella freut sich. Ui, was hast denn du Schönes? Eine Eule. Ah, cool, zeig mal. Boah, ist die schön. Ja, schwer. Ach, das ist so ein Türstopper, oder? Ja, ne? Weil das ist super schwer. Boah, und das hast du gemacht? Ja. Oh, ist die schön. Hast du schon eine Note bekommen? Zwei. Eine Zwei? Dabei ist es eine Eins. Wunderschön, mein Herz. Wegen der Sache. Wegen der Sache eine Zwei? Ja, das hat noch nicht mal ich gemacht. Ach, das hast du... Wer hat das für dich gemacht, Schatz? Und warum hat er das für dich gemacht? Ja, weil ich krank war. Ach, das finde ich aber gemein. Da muss die Mama sofort anrufen in der Schule. Nee, Quatsch, das passt schon. Für mich ist es eine Eins mit Sternschatz. So, ich habe dir lecker Sandwich gemacht. Oh, cool. Hey, freust du dich, ne? Ja. Und der Max bekommt jetzt auch sein Lieblingsgericht und zwar hier auf meinem Teppanyaki. Das Fleisch wird ganz kurz angebraten, einmal links, einmal rechts. Auch gewürzt mit Salz und Pfeffer und im Anschluss kommt dann Parmesan drauf und Rucola, auch ein wenig Olivenöl. Un filo d'olio di oliva heißt es auf Italienisch. Und das bereite ich jetzt mal vor, weil der Max hat nämlich auch gleich einen Termin. Und die Platte nehme ich runter. Halb so. Da ist der Lassi. Hi. Hi, Lassi. Ich habe Max jetzt noch ein bisschen Balsamico drauf. Wie sollen wir das machen? Ich wollte eigentlich jetzt gerade mal das Paket aufmachen. Jetzt rennt mir hier jeder durchs Bild. Läuft. So, aber jetzt zeige ich euch endlich den Inhalt meiner Box. Und zwar ist das Paketchen von dem Online-Shop Cosmetic for Less. Hier ist die Rechnung bzw. der Lieferschein. Das ist gut, dann kann ich euch die Preise einblenden. Die haben nämlich jetzt ganz, ganz neu eine Marke, die ich gar nicht kenne, die jetzt eben ganz neu eingezogen ist in deren Online-Shop. Und ich bin sehr gespannt. Das scheint sie zu sein. Jawohl, sie springt mir schon entgegen. Und zwar nennt sich die Firma Paese. Also so würde ich es aussprechen. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ich weiß es nämlich gar nicht, wie man das richtig betont. Ich würde es jetzt auf Italienisch sagen, aber wie gesagt, sorry, falls ich es falsch ausspreche. Und zwar habe ich jetzt hier ein Bronzing Illuminating Powder. Richtig cool, ich bin gespannt. Und zwar sieht das Packaging so aus. Richtig edel, schon mal auf den ersten Blick. Und wir schauen mal rein. Hier ist die Puderquaste.
Ganz, ganz edel, sehr raffiniert gemacht. Nicht wundern, der Alessandro ist oben und schaut eine Runde Fußball. Jetzt habe ich hier mal den Aufkleber abgemacht. Und am besten, ihr packt euch, wenn ihr solche Produkte habt, immer in den Deckel, damit ihr das besser dosieren könnt. Und jetzt schauen wir einfach mal. Also mir kommt schon mal ein enorm guter Duft entgegen. Und oh mein Gott, was macht bitte dieses Produkt hier gerade auf meiner Haut? Das sieht so, so edel aus. Schaut mal bitte, wie das schimmert. Also das sieht schon mal richtig, richtig toll aus. Dann habe ich hier das nächste Produkt eben auch von dieser Firma Paese, falls ich es denn richtig ausspreche. Das scheint ein transparentes Puder zu sein, um dann eben das Make-up zu setten. So sieht das Ganze jetzt aus. Werde ich euch mal drüber berichten, wie sich das so auf meiner Haut verhält. Dann habe ich jetzt hier noch ein Produkt von dieser Firma. Und zwar ist das jetzt eine Make-up-Base. Da bin ich mal gespannt. Sowas verwende ich ja super gerne. Gucken mal. So. Also das ist jetzt auch gar nicht so flüssig, sondern das ist eher dickflüssig, würde ich es jetzt nennen. Aber es riecht auch sehr, sehr gut. Da sind wir dann auch mal gespannt, was dieses Produkt hier kann. Als nächstes habe ich jetzt hier einen Pinsel, einen Buffer, um die Foundation aufzutragen. Und zwar sieht der so aus. Die Firma kennt ihr bestimmt. Leni nennt die sich. Und jetzt klingelt das Telefon. Jetzt ruft gerade der Lucky an. Lucky? So, ich muss jetzt den Lucky gleich von der Schule abholen. Ich zeige euch aber geschwind noch die restlichen Produkte. Und zwar habe ich jetzt hier noch diese Palette hier. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und zwar Katie Price Brow Palette. So nennt sich dieses Produkt jetzt hier. So sieht es jetzt aus. Ui, da ist eine Pinzette dabei. Hier und so ein Applikator. Die Farben, die sind mir leider etwas zu hell, sehe ich gerade. Deshalb machen wir es einfach so, dass die an euch geht. Dann verlose ich die. Dazu könnt ihr mal unten in die Infobox schauen. Da schreibe ich euch dann alle Teilnahmebedingungen rein. Und dann habe ich jetzt hier noch diese wunderschönen falschen Wimpern. Eben auch wieder von der Firma Leni. Und hier habe ich noch von Red Cherry diese wunderschönen Wimpern hier. Und zwar 100% Human Hair. Die sind richtig krass, also Wispy nennen die sich und damit kann man bestimmt einen richtig coolen Look schminken. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Produkte und zwar ein Liquid Lipstick. Da schauen wir mal nach, was das für eine Farbe ist. Sieht die jetzt so aus, es ist ein schönes Grau. Allerdings hat es einen interessanten Unterton, wie ich finde. Und zwar so einen lilanen Unterton, meine ich, wäre das. Also der gefällt mir sehr gut. Hier habe ich jetzt noch einen Lidschatten von Make-up Obsession. Der sieht so aus. Ist auch richtig schön. Und dann habe ich noch eine Lidschattenpalette von Make-up Revolution. Schaut mal, wie das aussieht. Mega monstermäßig. Jetzt schauen wir mal gemeinsam rein. Wow, wie schön ist bitte diese Palette. Oh mein Gott. Wir schauen mal gemeinsam rein. Oh mein Gott, mega, mega. Das sind genau meine Farben. Ich habe euch das schon so oft gesagt, dass ich ewigst auf diese Erdtöne stehe. Wir swatchen die mal. Am besten einer meiner liebsten Töne. Und zwar sowas hier. Den verwende ich auch fast täglich aus meiner BH Cosmetics Palette. Mega. Wir machen das jetzt mal neben den Lippenstift. Wow, schaut mal, wie das aussieht. Richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich richtig schön. Die Farben gefallen mir super gut. Ich kann mir ganz, ganz tolle Looks damit vorstellen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch dazu was schminken soll und auch die anderen Produkte dazu verwenden soll, damit ihr mal im Ganzen seht, wie das so aussieht an mir. Ich werde euch natürlich auf jeden Fall meine ehrliche Meinung darüber sagen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt hier noch einen Lippenstift dabei gehabt und zwar von der Marke Berry M. Ui, das ist ein sehr gewagter Farbton. Weiß ich nicht, ob ich mich das trauen werde. Werde ich euch auf jeden Fall dann auch zeigen. Und das war es jetzt soweit an Produkten. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Und zwar werde ich euch den jetzt hier mal einblenden bzw. unten in die Infobox schreiben. Da könnt ihr auf das komplette Sortiment 10% sparen, was eine ganze Menge Geld ist. Und Cosmetic for Less hat ja tatsächlich alles Mögliche, was unser Herz
höher schlagen lässt, würde ich mal dazu sagen. Die haben übrigens auch immer ganz, ganz tolle Aktionen jetzt im Juli. Da kann man, glaube ich, jeden Dienstag was gewinnen. Also schaut mal auf deren Social-Media-Seiten vorbei, damit ihr da nichts verpasst. Da könnt ihr nämlich ganz, ganz tolle Preise gewinnen. Und ich packe das jetzt alles zusammen, weil ich den Gianluca abholen muss. Und ja, koche ihm dann. Dann gehen wir noch eine Runde raus mit der Bella. Und dann gehe ich eben ins Büro. Mal wieder was arbeiten, ne? Von nichts kommt nichts. Und wegen der Palette hier, wie gesagt, schaut mal unten in die Infobox. Dann habt ihr die Möglichkeit, die zu gewinnen. So, jetzt beeile ich mich. Mein Luki wartet schon auf mich. Das hat sich gereimt. Gott, ist dein Schulranzen schwer, Luki. Mhm. Ist der immer so schwer? Ja. Armer Schatz. Hat sich gerade noch ein Malzbier geholt, der Luki, bei Edeka. Ja. Ne? Schön zum Abkühlen, darf er auch mal trinken. Wir gehen dann raus, ne? Luki, hast du Hunger? Ja. Okay, Mama macht dir Leckeres. Ja, Bella, was macht der Lassie da? Da ist der Lassie. Was macht der? Wow. Mega. Super gemacht, Lassie. Danke. Jetzt gehen wir noch eine Runde spazieren, ne, Bella? Gehen wir noch eine Runde Gassi? Gassi, Bella? Ja, feine. Macht Bella Platz? So ist fein. Und Pfote? So ist es eine feine. Doch eine feine, Bella. Jetzt gerade mal aus dem Garten geschnitten. Packe ich mal in eine Vase. Und dann gehen wir mal ein bisschen Gassi noch mit der Bella. Ne, Lassie? Ja. Bella, kommst du? Na komm. Na komm. Kannst noch später Gras essen. So ist fein. Komm. So. Sieht schön aus. Ja. Gefällt's dir, Lassie? Ja. Sieht schön aus. Die legt sich jetzt wieder hin. Bella, wir wollen Gassi gehen. Oh Mann. Komm, du Schlafkappe. So, auf geht's. Da ist die Bella. Oh. Tschüss, Nap. Tschüss, Nap. Jetzt gehen wir eine Runde Gassi. So, da sind wir jetzt. Da ist die Lassie. Richtig schön. Ja. Jetzt am Abend. Ne, Lassie? Wie war eigentlich dein Referat, mein Herz? Ich war sehr aufgeregt. Oh, mein Schatz. Ich war aufgeregt. Das war aber normal, wenn du vor deiner Klasse vorsprichst. Ich hatte mir dann noch so ein Bild von einer EU-Karte ausgedruckt. Ja, das hast du draufgeklebt. Ja. Auf Plakat, oder? Und dann wollte ich auf den Stiefel zeigen, wo auch Rom liegt. Und dann habe ich aus Versehen auf Spanien gezeigt, weil ich so gezittert habe. Oh, wie süß. Oh, mein armer Schatz. Ja. Hab und aber dann direkt nachgeguckt, wo dann Rom war. Okay, und dann hast du es richtig gezeigt. Ja. Oh, mein Schatz. Ah je, da wäre ich auch aufgeregt gewesen, mein Schatz. Man hat voll gesehen, dass ich gezittert habe. Ist doch normal, wenn man vor so vielen Leuten spricht. 24. Ja, aber ich bin mir sicher, dass du eine gute Note bekommen wirst, mein Schatz. Ja. Wir werden euch berichten. Und Fuß? So ist es fein. Muss schon hören, die Bella, ne? Wenn wir hier laufen, ohne Leine. Leine hat der Lassie. Ja. So, meine Lieben, wir laufen jetzt weiter noch eine Runde mit der Bella. Voll komisch, wenn einem da irgendwie von außen jemand zuschaut. Deswegen bin ich jetzt nochmal ein Stück zurückgegangen. Also wir laufen jetzt noch die Runde zu Ende mit der Bella. Und dann mache ich Abendessen. Dann läuten wir das Abendprogramm ein. Ich schaue nochmal über die Hausaufgaben, ganz klar, wie jeden Abend. Dann verabschieden wir uns jetzt hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es war ein bisschen arg beauty-lastig, hatte ich jetzt irgendwie auch das Gefühl. Mein Unboxing ging ziemlich lang. Ja. Aber ganz viele auf Snapchat wollten eben sehen, was in dem Paket ist. Und ich wollte eben drauf eingehen. Also sorry für alle, ja, denen es irgendwie zu lang war. Ich gelobe Besserung. Und ja, dann beenden wir jetzt mal an dieser Stelle unseren Vlog. Ich hoffe, dass wir uns dann natürlich im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschüss.